Seht ihr? Hier ist eure grauer Wächterfreundin. Ihr macht euch zu viele Sorgen, junger Mann. Ihr seid am Leben? Ich war mir sicher, ihr seid tot. Das kann alles nicht wahr sein. Ohne Morrigans Mutter legen wir tot auf der Spitze dieses Turms. Sprecht nicht über mich, als wäre ich nicht hier, Bursche. Ich wollte nicht... Aber wie soll ich euch nennen? Ihr habt uns euren Namen nicht verraten. Namen sind hübsch, aber wertlos. Das Volk der Chasind nennt mich Flemeth. Ich schätze, das erfüllt seinen Zweck. Die Flemeth aus den Legenden? Davis hatte recht. Ihr seid die Hexe der Wildnis, nicht wahr? Und? Was bedeutet das? Ich kenne mich ein bisschen mit Magie aus. Und sie hat euch beiden nicht geschadet, oder? Der größte Teil der Horde ist weitergezogen. Im Moment sind wir hier sicher genug. Die alte Flemeth weiß ein oder zwei Dinge über das Verstecken. Je länger ihr allerdings hier seid, desto weniger trifft das zu. Die Kreaturen werden euch vielleicht bemerken. Muss ich das? Alter und Macht sind relativ. Ob ich alt und mächtig bin, hängt stark davon ab, wer danach fragt. Im Verhältnis zu euch ist die Antwort auf beides ja. Warum habt ihr dann nicht Duncan gerettet? Er ist... war unser Anführer. Es tut mir sehr leid um Duncan, aber ihr müsst eure Trauer zurückstellen. In die dunklen Schatten, bis die Zeit für eure Rache gekommen ist. Das hat meine Mutter immer gesagt. Jetzt ruft die Pflicht. Es war schon immer die Pflicht der Grauen Wächter, die Länder gegen die Verderbnis zu vereinen. Oder hat sich das geändert, als ich gerade nicht aufgepasst habe? Aber wir haben die dunkle Brut bekämpft. Der König hatte sie schon fast besiegt. Warum hat Loghain das getan? Nun, das ist eine gute Frage. In den Herzen der Menschen verbergen sich Schatten, die dunkler sind als jede verdorbene Kreatur. Vielleicht glaubt er, die Verderbnis sei eine Armee, die er taktisch überwinden kann. Vielleicht begreift er einfach nicht, dass das Böse dahinter die wahre Bedrohung ist. Der Erzdämon. Es heißt, der Erbauer habe die alten Götter des Reichs von Tevinter vor langer Zeit dazu verbannt, in Gefängnissen unter der Erde zu ruhen. Ein Erzdämon ist einer dieser alten Götter, der erwacht ist und von der dunklen Brut verdorben wurde. Ob ihr daran glaubt oder nicht, die Geschichte beschreibt ihn als furchterregendes, unsterbliches Wesen. Und nur Dummköpfe ignorieren die Geschichte. Kaelin hat sie bereits hergerufen. Sie werden kommen, wenn sie können. Aber ich schätze, Loghain hat bereits Schritte unternommen, um sie aufzuhalten. Wir müssen davon ausgehen, dass sie nicht rechtzeitig hier sind. Den Thron? Er ist der Vater der Königin. Aber ich weiß immer noch nicht, wie er mit Mord davon kommen will. Ihr redet, als sei er der erste König, der den Thron auf diese Weise besteigt. Wacht auf, Junge! Wenn Al-Eamon wüsste, was er getan hat, würde er ihn niemals unterstützen. Das Landting würde ihn niemals unterstützen. Es gäbe einen Bürgerkrieg. Ich schätze schon. Al-Eamon war nicht in Ostagar, also hat er noch alle seine Männer. Und er war Kaelins Onkel. Ich kenne ihn. Er ist ein guter Mann. Er hat großen Einfluss im Landing. Natürlich. Wir könnten nach Redcliff gehen und ihn um Hilfe bitten. Der Aal würde sich niemals so verhalten wie Taryn Loghain. Dafür kenne ich ihn zu gut. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob Aal Eamons Hilfe ausreichen wird. Er kann die Horde der dunklen Brut nicht allein besiegen. Natürlich, die Verträge. Die Grauen Wächter können die Hilfe der Zwerge, der Elfen, der Magier und anderer einfordern. Sie sind verpflichtet, uns gegen eine Verderbnis beizustehen. Ich bin vielleicht alt, aber Zwerge, Elfen, Magier, diese Ar-Eamon und wer weiß, wer sonst noch. Für mich klingt das nach einer Armee. Also, können wir das machen? Können wir nach Redcliff und zu diesen anderen Orten gehen und eine Armee aufbauen? Dann seid ihr also bereit?
Ihr seid bereit, graue Wächter zu sein? Also, bevor ihr geht, gibt es noch eine Sache, die ich euch anbieten kann. Der Eintopf kocht, werte Mutter. Werden wir heute Abend zwei Gäste haben oder keinen? Die grauen Wächter werden in Kürze aufbrechen und du wirst sie begleiten. Wie schade. Was? Du hast mich gehört. Du hast nämlich Ohren, ich bin ganz sicher. Habe ich kein Mitspracherecht? Du willst doch schon seit Jahren die Wildnis verlassen. Das ist deine Chance. Und ihr, Wächter, seht das bitte als Bezahlung für die Rettungsaktion. Ich will ja dem geschenkten Gaul nicht ins Maul schauen, aber bringt uns das nicht neue Probleme? Außerhalb der Wildnis ist sie eine Abtrünnige. Wenn ihr von uns unrechtmäßigen Magiern keine Hilfe wollt, hätte ich euch wohl besser auf dem Turm gelassen. Zurechtweisung angekommen. Mutter, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich bin gar nicht bereit. Du musst bereit sein. Diese beiden sind allein und müssen Ferelden gegen die dunkle Brut einen. Sie brauchen dich, Morrigan. Ohne dich werden sie versagen und die Verderbnis wird alle hinwegraffen. Auch mich. Ich verstehe. Und ihr, Wächter? Versteht ihr auch? Ich gebe euch, was mir das Liebste auf der Welt ist. Und ich tue das, weil ihr Erfolg haben müsst. Dann hole ich jetzt meine Sachen, wenn ich darf. Ich stehe zur Verfügung, graue Wächter. Als erstes Ziel schlage ich ein Dorf nördlich der Wildnis vor. Es ist nicht weit und es gibt dort viel, was ihr benötigt. Wenn ihr es vorzieht, bin ich einfach nur eure schweigsame Führerin. Eure Wahl. Diesen Satz werdet ihr noch bereuen. Liebe süße Mutter, wie freundlich von dir, mich einfach so hinauszuwerfen. Ich werde diesen Augenblick stets ehren. Ich habe immer gesagt, wenn etwas getan werden muss, mach es selbst. Sonst musst du es dir 10 oder 20 Jahre lang vorwerfen lassen. Es ist nur, wollt ihr sie wirklich mitnehmen, nur weil ihre Mutter es sagt? Wenn ihr befürchtet, ich würde Dämonen beschwören und mich in eine Abscheulichkeit verwandeln, kann ich euch beruhigen. Damit warte ich, bis ihr mal nicht herseht. Und schon geht's mir besser. Ich hätte womöglich Antworten. Fragt. Hin und wieder. Ich war in dem Dorf, von dem ich sprach, und habe seine Einwohner beobachtet. Ein wahrhaft seltsames Völkchen. Manchmal kaufte ich den Händlern im Dorf Waren ab und sprach mit den Männern. Sie starrten mich an und erkannten, dass ich eine Außenseiterin war. Mutter will, dass ich meinen Horizont über die Wildnis hinaus erweitere. Selbst sie ist nicht hier geboren worden. Die eigentliche Frage lautet doch, wie wir euren Freund an der dunklen Brut vorbeibuxieren, oder? Das stimmt. Wir können die dunkle Brut spüren. Aber sie uns natürlich auch. Wir müssten an kleinen Gruppen vorbeischleichen können. Aber größere oder besonders intelligente werden uns auf jeden Fall entdecken. Mutter hat mir einen Ersatzduftstoff mitgegeben, der uns schützen sollte. Wir müssen aber Richtung Ausgang der Wildnis gehen, nicht tiefer hinein. Es ist klein und unbedeutend. Es nennt sich Lothering. Nur ein Fleck entlang eures kaiserlichen Hochwegs, wo reisende Waren der dortigen Bauern und Schmiede erwerben. Ich würde öfter hingehen, wenn da nicht die Kirche wäre. Fremden wie mir gegenüber ist das Dorf besonders intolerant. Sehr unangenehm. Eine Kirche? Und die haben in der ganzen Zeit nie vermutet, dass ihr vielleicht eine Hexe sein könntet? Doch, natürlich. Sie haben sogar einmal ihre Templer gerufen. Aber die haben nichts gefunden. Ich kenne einige Zauber, bin aber bei Weitem nicht so mächtig wie Mutter. Außerdem habe ich Geschichtsbücher gelesen. Und die Verträge der Grauen Wächter. Könnt ihr kochen? Ich kann kochen. Ja.
Außerdem kenne ich 15 verschiedene Gifte, die alle in diesen Marschen wachsen. Ich weiß auch nicht, wieso ich gerade beim Thema Kochen darauf komme. Sie hat mich aufgezogen und ich betrachte sie als meine Mutter, ob sie mich nun geboren hat oder nicht. Das meintet ihr doch, oder? Das sagt sie mir ebenso wenig wie euch. Seid versichert. Leb wohl, Mutter. Vergiss den Eintopf nicht. Ich will ja nicht, dass bei meiner Rückkehr die Hütte niedergebrannt ist. Ach was. Viel wahrscheinlicher ist, dass bis zu deiner Rückkehr die ganze Gegend, einschließlich Hütte, von der Verderbnis verschlungen wird. Ich meinte ja nur, dass... Ja, ich weiß. Ich wünsche dir viel Spaß, Liebes. Fragen über Fragen. Man möchte meinen, ein grauer Wächter sei mehr an Taten interessiert. Warum? Ihr seid keine Magierin. Es genügt, dass ich mein Wissen an Morrigan weitergegeben habe. Und sie gebe ich an euch weiter. Wie ein abgetragenes Kleid oder ein altes Paar Schuhe. Seid ihr immer noch hier? Ihr könnt euch wohl nicht von mir trennen. Schon seit der Zeit, als ich noch nicht so alt und faltig war. Ihr könnt es euch vielleicht nicht vorstellen, aber auch ich war einmal so jung und so schön wie Morrigan heute. Ja, damals verzehrten sich die Männer nach Flemeth und manche haben sogar für sie getötet. Nein, bin ich nicht. Und ich war es auch damals nicht. Es hat mein weiteres Leben bestimmt. Aber genug jetzt. Ihr müsst eure Aufgabe erfüllen. Ich werde endlich einen Moment der Ruhe genießen können. Es heißt, im Grab hätte man für immer seine Ruhe. Das ist also der Dank dafür, dass ich dich gefüttert und es so lange mit dir ausgehalten habe? Pah, ich hoffe, dein Kind behandelt dich eines Tages genauso. Sie behauptet, sie hätte mich gefüttert. Ich bin mir sicher, dass sie ohne mich in einem Monat vor Dreck nur so steht und vor Hunger die Rinde von den Bäumen kratzt. Bezüglich der dunklen Brut? Dann habe ich Folgendes für euch. Ich lache über eine Welt voller dummer Menschen, die das Böse der Verderbnis ignorieren und ihre Wachsamkeit aufgeben, um sterblichen Zielen nachzujagen. Vergesst nicht, dass es an euch ist, die Verderbnis zu vernichten. Betet nicht dafür, dass jemand anderes es tut. Es wird euch immer verfolgen. Dann sind wir fertig. Wenn ihr mich entschuldigen würdet, ich würde gerne etwas essen. Und ich erwarte, dass jeder diese Männer bereitstellt. Wir müssen wieder aufbauen, was wir in Ostagar verloren haben, und zwar rasch. So mancher würde unsere derzeitige Schwäche ausnutzen, wenn wir es zuließen. Wir müssen die dunkle Brut aufhalten, aber das muss überlegt und ohne Zögern erfolgen. Eure Lordschaft, darf ich sprechen? Ihr habt euch zur Königin Enoras Regenten erklärt und verlangt, dass wir zu unserem Besten gemeinsam unter eurem Banner kämpfen. Was war mit der verlorenen Armee bei Ostagar? Euer Rückzug war ein wahrhaft glücklicher Zufall. Mein Handeln diente stets der Sicherung von Ferelden's Unabhängigkeit. Ich habe meine Pflicht nicht vernachlässigt. Und das dulde ich auch von niemandem. Das Benorn wird sich euch nicht beugen, nur weil ihr es verlangt. So hört. Ich werde keine Bedrohung dieses Landes dulden. Von euch nicht, von niemandem. Ben Teagan, bitte! Eure Majestät! Euer Vater riskiert einen Bürgerkrieg.
wenn Eamon hier wäre. Ben Teagan, mein Vater tut das Beste. Hat er auch für euren Gatten das Beste getan, Eure Majestät? Aufwachen, die Herren! Wir haben hier weitere Reisende, die unserer Aufmerksamkeit bedürfen. Ich würde sagen, die Hübsche dort ist ihre Anführerin. Sie sehen ein bisschen anders aus als die anderen. Vielleicht sollten wir sie passieren lassen. Unsinn! Seid gegrüßt, Reisende! Wegelagerer, ich nehme an, Sie plündern die, die vor der dunklen Brut fliehen. Sie sind verrückt, sich uns in den Weg zu stellen. Ich erteile Ihnen eine Lektion. Ich bitte euch, ist das eine angemessene Art der Begrüßung? Es kostet euch nur lumpige 10 Silberlinge, dann könnt ihr weiterziehen, wie es euch beliebt. Ganz genau, zur Instandhaltung des kaiserlichen Hochwegs. Er ist nicht in allerbestem Zustand, oder was meint ihr? Euch entgeht wirklich nichts. Es ist nicht wirklich ein Wegzoll. Wir rauben euch einfach nur aus. Versteht ihr? Halt den Mund! Selbst ein Genlock hätte das kapiert. Ich kann nicht sagen, dass ich erfreut bin, das zu hören. Wir haben gewisse Regeln, müsst ihr wissen. Genau. Dann werden wir eben eure Leiche plündern. So sind die Regeln. Hat sie gesagt, sie sei ein grauer Wächter? Eine von denen, die den König getötet haben? Es heißt, sie seien Verräter an Ferelden. Taryn Loghain hat ein beachtliches Kopfgeld auf jeden von ihnen ausgesetzt. Was sagt ihr, Jungs? Mit einem Kopfgeld in dieser Höhe könnten wir uns zur Ruhe setzen. Lasst uns Helden des Königreichs werden! Ja! Schon gut. Wir ergeben uns. Wir versuchen doch nur über die Runden zu kommen, bevor die dunkle Brut uns alle holt. Ja, ich bin ein Verbrecher. Ich gestehe. Verzeiht mir. Was könnte ich euch schon erzählen? Wir sind noch nicht mal aus dieser Gegend. Von einigen vielleicht. Vor einiger Zeit kam eine Gruppe verletzter Aschekrieger hier vorbei. Ich bin ihnen einfach aus dem Weg gegangen. Alle reden darüber, dass die Grauen Wächter den König in der Schlacht gegen die dunkle Brut verraten haben. Deshalb ist er gemeinsam mit ihnen gefallen. Taryn Loghain konnte sich gerade noch rechtzeitig zurückziehen. Seine erste Amtshandlung als Regent war, ein Kopfgeld auf graue Wächter auszusetzen. Es platzt aus allen Nähten. Der Bann und seine Männer sind Taryn Loghain nach Norden gefolgt. Es ist also niemand mehr hier, der für Ordnung sorgt, abgesehen von ein paar Templern in der Kirche. Ich wollte doch nur meine Familie ernähren, versteht ihr? Nun ja, wir haben Ausschau nach Flüchtlingen aus dem Süden gehalten. Es waren größtenteils Chasend aus der Wildnis und Bauern. Es gibt hier keine Soldaten mehr, also haben wir uns selbst bedient. Wir versuchen, niemanden zu schwer zu verletzen. Dann lasst mich gehen! Ihr macht Witze, oder? Ich könnte nie ein Soldat sein. Ich werde nicht kampflos abtreten. Wir sind ganz in der Nähe des Dorfes. Ein guter Zeitpunkt, innezuhalten und uns zu unterhalten. Ah, ihr habt also doch beschlossen, wieder zu uns zu stoßen.
Euch aus Trauer in eure Klinge zu stürzen, war wohl zu viel verlangt, oder? Ist meine Trauer so schwer zu verstehen? Habt ihr noch nie jemanden verloren, der euch nahe stand? Was würdet ihr denn tun, wenn eure Mutter stirbt? Vor Ende meines Lachanfalls oder danach? Genau, sehr gruselig. Vergesst, dass ich gefragt habe. Seinen Nabel vermutlich. Zumindest hat er ihn jetzt lange genug angestarrt. Ich verstehe schon. Und jetzt stellen wir schockiert fest, dass ihr in eurem ganzen Leben noch nie einen Freund hattet. Ich kann durchaus freundlich sein, wenn ich will. Aber der Wunsch nach mehr Intelligenz bringt noch keinen Erfolg. Wie auch immer. Wir sollten jetzt erst einmal darüber reden, wo wir überhaupt hinwollen. Er war auf einer Erkundungsmission in der Wildnis, richtig? Das hat der König gesagt. Dann wäre es unklug, nach ihm zu suchen. Entweder ist er tot oder er konnte nach Norden fliehen. Sehr sensibel. Ich sage doch nur, dass eine Rettungsaktion Unsinn ist, wenn man nicht weiß, wo der Mann ist und die Wildnis von dunkler Brut überrannt wird. Ihr findet ihn entweder außerhalb der Wildnis zusammen mit anderen Überlebenden oder gar nicht. Aber wir brauchen doch einen groben Plan für danach, oder etwa nicht? Ich halte den Vorschlag von Flemeth für den besten. Diese Verträge. Habt ihr mal einen Blick darauf geworfen? Wir haben Verträge für 3 Hauptgruppen. Die Dalish-Elfen, die Zwerge von Orsamar und den Zirkel der Magi. Ich halte Al-Eamon für unsere beste Hoffnung auf Hilfe. Vielleicht sollten wir ihn sogar als erstes aufsuchen. Außer Ferelden zu verlassen und sie einzeln zu suchen? Man könnte eine Botschaft zur Feste von Weißhaupt schicken, aber das ist tausende von Meilen entfernt. Folgt dem Feind. Findet Loghain und tötet ihn. Dann könnt ihr die Sache mit den Verträgen sicher in Angriff nehmen. Ja, damit rechnet er ganz bestimmt nicht. Er hat ja auch den Vorteil nicht auf seiner Seite. Keine Armee, keine Erfahrung. Ich wurde nach meiner Meinung gefragt und habe sie geäußert. Wenn ihr ständig Gründe finden wollt, etwas nicht zu tun, dann stehen wir noch hier, wenn die dunkle Brut uns verspeist. Ich kann euch die Richtung weisen, wenn ihr möchtet. Wir müssen nach Osten, zum Brazilianwald. Dort erfahren wir sicher etwas über einen der Clans, die derzeit das Gebiet durchstreifen. Hoffentlich sind sie dann auch noch da. Er müsste auf Schloss Radcliffe sein, ganz im Westen von Ferelden, in der Nähe der Bergpässe. Wenn er dort nicht ist, kann man uns da zumindest sagen, wo wir ihn finden. Dazu müssten wir mit ihrem König in Orsamar sprechen. Der Weg führt westwärts ins Frostgipfelgebirge. Das wird sicher nicht leicht. In seinem Turm am Caelenhardsee im Norden. Wir müssen mit dem ersten Verzauberer sprechen, der immer das gerade ist. Wenn er nicht bei seiner Armee im Feld ist, dürfte er sich in seinem Palast in Denerim aufhalten. Wir können schon nach Denerim gehen, aber ich vermute, man wird uns dort nicht frei herumlaufen lassen. Wie gesagt, nur so eine Vermutung. Ihr habt also einen Plan? Also gut, wir können das Lager abbrechen und Richtung Dorf aufbrechen, sobald ihr bereit seid.